Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial von Meine Backbox zur Osterausgabe. Wir backen heute gemeinsam einen Piñata Cake in Eiform, den wir mit Smarties füllen, sodass du beim Anschneiden alle überraschen kannst. Aus deiner Box brauchst du die Smarties Riesenrolle und die Dr. Oetker Küchenhelfer Motivbackform Osterei. Für den Zitronenkuchen benötigst du weiche Butter, Zucker, Salz, Eier, Mehl, Backpulver, Speisestärke sowie den Saft und den Abrieb einer großen Zitrone. Als erstes dann die Butter mit Zucker und Salz in einer Schüssel sehr schaumig aufschlagen, bis die Masse fast weiß ist. Die Eier nach und nach dazugeben und nochmal sehr gut unterschlagen, bis eine homogene Masse entsteht. Und solange kein Mehl hinzugegeben wurde, kann der Teig auch lange gerührt werden und wird einfach umso fluffiger. Dann Mehl mit Backpulver, Speisestärke und dem Zitronensaft und Zitronenabrieb hinzugeben und nochmal kurz aufschlagen, aber wirklich nur noch kurz. Die Hälfte des Teiges dann in die Motivbackform füllen. Die Backform habe ich vorher eingefettet und mit etwas Mehl bestäubt, damit der Kuchen später nicht festbackt. Damit später beide Kuchenhälften gut aneinander passen, darf der Kuchen nicht allzu hoch backen. Daher Alufolie nehmen und die Form straff einwickeln. So kann der Kuchen eben nicht höher backen. Dann im auf 170 Grad Umluft, Heißluft vorgeheizten Backofen für ca. 26 bis 28 Minuten backen. Kurz abkühlen lassen und falls sich doch eine kleine Wölbung gebildet hat, die Oberfläche mit einem Messer nochmal gerade abschneiden. Mit einem Löffel eine Mulde aus dem Kuchen heraushöhlen und dann auf einem Gitter abkühlen lassen. Und mit dem restlichen Teig einen zweiten Kuchen backen. Zartbitterkuvertüre im Wasserbad schmelzen und über die Kuchenhälften verteilen. Damit sich die Kuvertüre auf den Kuchenhälften schön gleichmäßig verteilt, einfach nochmal das Gitter mehrmals auf den Tisch klopfen, damit die überflüssige Schokolade abtropft und ablaufen kann. Alles gut trocknen und hart werden lassen. Wenn die Zartbitterkuvertüre richtig fest geworden ist, die weiße Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Dann ein klein wenig abkühlen lassen, damit sie nicht mehr sehr verläuft und sich in Form auftragen lässt. Die weiße Kuvertüre in einen Spritz- oder Gefrierbeutel füllen und mit einem kleinen Loch die Schleife auf den Kuchenhälften nachzeichnen. Ebenfalls gut durchtrocknen lassen. Nochmal etwas Zartbitterkuvertüre im Wasserbad schmelzen lassen und zur Seite stellen. Die Eihälften herumgedreht auf ein Backpapier legen und in die Mulden Smarties füllen. Am besten trägst du dabei auch einmal Handschuhe, damit auf der Schokolade keine Fingerabdrücke zu sehen sind später. Beide Hälften dann bis zum Rand mit Schokolade einstreichen. In die Hände nehmen und ganz schnell zusammenklappen, damit die Smarties nicht herausfallen. Die Naht zwischen beiden Hälften nochmal etwas mit Kuvertüre einstreichen, um das Ei eben komplett zu verschließen. Nochmal kurz trocknen lassen und schon kannst du das Ei servieren und aufschneiden. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Mitbacken. Abonniere unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst und hinterlass uns doch einen Kommentar unten,
wie dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!